Also wir hatten heute das Thema der Brandanschlag in Solingen und unsere Lehrerin hat uns die Hausaufgabe aufgegeben, unsere Eltern zu fragen, welche Erfahrungen sie damals gemacht haben. Also wie war das für euch und wann genau war das? Samstag, 29. Mai. Diese Bilder gingen um die Welt. 8 Stunden nachdem das Fachwerkhaus der Familie Gentsch in Brand gesetzt wurde, bergen Feuerwehrmänner die 5. Leiche. 2 Frauen und 3 Kinder sind die Opfer des Anschlags. Ein Mädchen aus der Nachbarschaft erinnert sich. Unangenehmes Thema. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Es war 1993. Öğretmen olacaksın. Üniversiteye gideceksin. Tamam mı kızım? Söz baba. Unutmayacaksın bizim bugün yaşadıklarımızı. Unutmayacaksın. Tamam mı kızım? Wenn wir auf die NSU-Morde und den Brandanschlag von Solingen zurückblicken, dann sind Rassismus und Ausgrenzung wie nie erlöschende Flammen in uns. Er tabula Türk. Und was, also sind das keine Menschen, oder was? Türken, Muslime. Ja, düşün hani senin anan baban da olabilirdi. Biz buraya gelmişiz misafir olarak çalışma. Adamların evini yaktılar. So, ihr wollt nach Hause und ihr wollt den Laden schließen. Und dann kommt jemand und ermordet dich. Nur wegen deiner Herkunft. Bitte schön. 3 Pils bitte.